Der aktuell größte Hebel für ein CO2-freieres Fliegen ist sicherlich weiterhin der Austausch von alten Flugzeugen gegen neuen Flugzeugen. Diese Strategie hat schon in den letzten 30 Jahren dazu geführt, dass der Kerosinausstoß aktuell 44% unter dem von 1990 liegt. Wenn wir das so weiter vollziehen, dann werden wir auch in den nächsten Jahren 1 bis 1,5% weniger CO2-Ausstoß pro Jahr haben. Der zweite große Hebel ist der Tausch von fossilen Brennstoffen hin zu künstlichen Brennstoffen. Dieses sogenannte Power-to-Liquid-Verfahren ist eine Grundvoraussetzung dafür, dann ab 2030 komplett CO2-neutral fliegen zu können.